Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei LS 2013 und einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, wir testen hier diesen Cut 966H in der V3 Version. Ne, V3.1 glaube ich war das doch. Also die neuere. Ja, wir schauen uns von außen an. Von außen sieht er gleich aus wie die anderen Versionen. Also ziemlich gut, die Zylinder schön verchromt. Schauen wir in der Innenansicht. Passt auch das Lenkrad. Ja, hier könnte man bei der Textur noch ein bisschen was machen. Aber ja, seit alter Style. Gut, dann hat er Knicklenkung. Die funktioniert auch spitze. Das passt. So, dann haben wir hoch runter mit der Maus gesteuert. Das funktioniert auch, alles schön animiert. Gut, es gibt zu diesem Back 3 Schaufeln. Ihr müsst das Backend backen einmal. Dann bekommt ihr vier Dateien. Da könnt ihr auswählen, welche Schaufel ihr haben wollt, welche nicht. So, dann hängen wir mal hier alles an, so die Schaufel mit Kuh, so, und ja, funktioniert auch alles prima, die Schaufel bewegt sich schön mit, sehr gut. So, haben wir hier dann mehrere Ansichten, ne, doch, jetzt geht es um die Schaufel und jetzt um den Nix. Also man hat drei Kamera, einmal ist der Mittelpunkt am Bagger, einmal Innenansicht und einmal ist der Mittelpunkt hier um die Schaufel, wie man sieht, damit man wirklich schön in den Hänger reinkippen kann, sehr gut. Dann schauen wir, was haben wir alles. Wir können Geräte wechseln. Unten rechts wird schön angezeigt, welches Gerät ausgewählt ist. Dann haben wir gewisse Funktionen. Numpad 8 zum Beispiel sind Zwillingsräder vorne. Ja. Mal schauen, jetzt für hinten haben wir keine. Ich teste jetzt mal durch. Na okay, gehen wir einfach nach anderen durch. Löschen, das ist wahrscheinlich die Entferntaste, genau. Also die Entferntaste, da hat man Rückfahrkamera, wie man sieht, funktioniert alles einwandfrei. Man hat Rückfahrlichter, Bremslichter, Blinker mit Numpad 1, 2, 3. Funktioniert auch. So, die Kamera wieder aus, mal machen. Dann haben wir Numpad 5. Da wird die Lenksperre eingeschaltet, das heißt, wenn man jetzt einlenkt und loslässt, dann bleibt er in dieser Position, also er geht nicht automatisch zurück. Das ruckelt jetzt ein wenig, liegt aber daran, weil ich eben Aufnahme habe. So, wenn wir wieder Numpad 5 drücken, wird rechts oben das Lenkrad wieder grün, das heißt, ich lenke ein und er lenkt automatisch in die Mittelstellung zurück. So, dann haben wir Numpad 7, ist Allrad, sieht man auch rechts unten das grüne 4x4 leuchten oder nicht. Funktioniert auch. So, wie gesagt, was mich wundert, warum der noch vorne Zwillingsbereifung hat. Na, keine Ahnung. Reicht ja auch. Wahrscheinlich liegt es daran, weil wenn man dann lenken würde, würden die okay, das okay, Räder zusammen. Ja, krachen sozusagen. So, wir versuchen mal, was der alles laden kann. Der kann ziemlich viele Früchte laden, ist so ein Multifood. Also er kann Kartoffel, Zuckerrüben, Gras, Stroh, Silage, Häckselgut, Kraftfutter, Mist und natürlich auch die Standardfrüchte wie Weizen, Gerste, Raps und kann er auch laden. Also sollte alles funktionieren. Jetzt hört das sich gut, wie gesagt, das Ruckeln, was ihr hier seht, das liegt nur daran, weil ich aufnehme. Sonst müsste das eigentlich einwandfrei funktionieren. So, von Sound her gefällt er mir auch ziemlich gut. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier Kartoffeln zu laden in die Schaufel. Und es gibt, wie gesagt, drei Schaufeln. Jede Schaufel hat eigenes Volumen, also es passt verschieden rein. So, geht das überhaupt so? Ah doch, jetzt macht er. Also ihr seht, er ladet das ziemlich langsam. Das gehört meiner Meinung nach mal ein bisschen verbessert. Wobei, wenn man das Volumen ansieht, dann weiß man auch, warum er so langsam lädt. Ne? Das muss man ja auch beachten. Wir haben jetzt ein Volumen von 100.000. Also ziemlich großes Volumen. Deswegen braucht er auch so lange. So, da haben wir auch gleich einen Hänger, den werden wir gleich befüllen. Ja, spack nicht rum da. Das ist halt jetzt leider wegen der Aufnahme ein bisschen blöd, aber... So. Der Modder hat auch geschrieben in der Beschreibung, dass es ab und zu mal ein bisschen stocken kann, weil der Mod nicht gerade ja, klein ist. Aber ja, ich denke mal, das sollte nicht so stören. So, wir laden hier ab. So, zack. Genau. Und schön, der Hänger ist voll.
Naja, voll nicht. Wir haben noch was drin. War nur ein bisschen was. So, dann schauen wir mal in den Shop kurz. Hier ist er, der Karten 966H in der V3.1 Version. Ja, hier steht noch, wer was gemacht hat, was man kann. Und wie gesagt, neu dazu gekommen ist, dass man jetzt auch Weizen, Gerste, Raps und Mais landen kann. Hier sind dreimal Schaufeln. Also nicht wunder, warum er so viel hatte. Zum Beispiel hier haben wir eine Schaufel mit 50.000, hier haben wir eine Schaufel nur mit 12.500 Liter und hier eine mit 100.000. Warum das so ist, manche Leute wollen real spielen, die nehmen sich die kleine Schaufel. Manche Leute wollen unreal spielen oder einfach mal ihre Fantasien ausleben, die nehmen einfach die große. Also ist für jedermann was dabei, real und unreal. Vom Preis her ziemlich angenehm, 296.000 und die Schaufel jeweils 6.000. Kann man Geld lassen. Schöne Beschreibung, alles passt. So, dann schauen wir nochmal nebenbei in die Log. Die Log sagt keinen einzigen Fehler, ihr seht es. Wir haben keine Fehler in der Log, also komplett fehlerfrei der Mod. Gefällt mir sehr. Ja, was soll man dazu noch großartig sagen? Man kann ihn mal testen, funktioniert einwandfrei und wie gesagt... Oh, was soll man dazu sagen? Ne, passt, also... Viel Spaß mit dem Mod und wir sehen uns in der nächsten Mod-Vorstellung. Also ciao Leute, bis dann.